Einen schönen guten Tag. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Video und danke, dass Sie eingeschaltet haben. Wir werden uns in diesem Video Rechnungen und Mahnungserstellung bzw. Mahnungskonfiguration ansehen. Sie wissen, Sie können mit Wabi Profi 3 extrem viel machen. Das ist gut. Allerdings muss man sich natürlich damit auch mit den ein oder anderen Komponenten oder Situationen auseinandersetzen und sagen, ja, was ist denn das eigentlich? Wir gehen dazu mal in die Administration, in die Systemeinstellungen hinein, um Ihnen die Grundlagen von Mahnungen und Berechnungstagen näher zu bringen. In den Systemeinstellungen klicken wir auf Rechnungen. Hier haben wir nun Informationen, die für die Rechnungsstellung bzw. für die Mahnungsstellung relevant sind. Okay. Hier haben wir ein Standardzahlungsziel. Dieses Standardzahlungsziel bedeutet, Sie erstellen heute eine Rechnung. Auf der Rechnung kommt, lieber Kunde, bitte bezahle das bis zum heutigen Datum plus 7. Als Beispiel, wenn wir heute den 10. haben, dann können wir es leichter rechnen, würde auf der Rechnung stehen, bis zum 17. ist diese Rechnung zahlbar. So, nun haben wir hier Tage bis zur ersten Mahnung ab Rechnungsstellung. Hier 10 Tage, 8 Tage von der ersten bis zur zweiten, von der zweiten bis zur dritten 7 Tage und ab der dritten Mahnung, bis es zum Anwalt geht, 6 Tage. Dann haben wir hier ein neues Feld, Vorlauftage. Was bedeutet das? Vorlauftage bedeutet, Sie selber benötigen ja unter Umständen auch Zeit, um das Ganze zu buchen. Des Weiteren ist auch die Situation da, dass ja unter Umständen das Zahlungsziel ein Samstag sein könnte. Ja, und am Samstag, wie wir wissen, buchen ja die meisten Banken nicht. Es sei denn, sie würden natürlich nur PayPal anbieten, dann geht sowas, klar. Aber wenn sie mit Banküberweisung arbeiten, dann haben sie so verloren. Also das heißt, sie selber brauchen ja auch Zeit, um diese Buchen oder die Zahlungen ihrer Kunden zu kontrollieren. Deswegen macht es durchaus Sinn, dass man hier diese Vorlauftage etwas höher setzt, auf 3 oder 4. Bedeutet aber auch, dass Sie die Tage bis zur Mahnungsstellung höher setzen sollten. Im Klartext. Wenn Sie sagen, hier 10 Tage, dann wird eine Mahnung erstellt. Dann werden hier von 2 Tage abgezogen. Das heißt, das System bringt zum Ausdruck, wenn wir jetzt wieder den 10. hätten, also 10 minus 2 Tage plus das heutige Datum, sprich der 10. Das wäre also dann der 18. Wie gesagt, ich persönlich empfehle Ihnen hier vielleicht 4 Tage einzutragen, dass Sie sagen, okay, wenn am Wochenende, damit Sie ja Puffer haben und Sie brauchen ja auch 1-2 Tage zum Bearbeiten, zum Durchschauen, zum Verbuchen. Also ich würde hier vielleicht 4 Tage eintragen und hier dann dementsprechend 14 eintragen, also das heißt die Vorlauftage mit dazu rechnen. Hier vielleicht 12 Tage, Sie wissen jetzt, was ich meine, hier 11 und hier 10. So, dann sind Sie hier relativ auf der sicheren Seite. Denn das Datum, das zum Ausdruck kommt, ist ja der von Ihnen eingegebene Zeitraum minus die Vorlauftage. Im Klartext, das heißt 12 minus 4 würde in diesem Fall bedeuten, dass es sagt, wenn heute der 10. ist, am 18. ist das Ding zahlbarer. Also alles gut. So, dann schauen wir uns das mal in der Praxis an. So, wir haben hier eine Rechnung vom 01.01.2015. In der Vorschau schauen wir uns das einmal an. So. Hier hat es geheißen, dass der Rechnungsbetrag ist zahlbar bis zum 08.01.2015. In unserem Beispiel bedeutet es Folgendes, dass hier diese von Ihnen eingestellten Tage natürlich, also als Standardzahlungsziel, kleiner sein müssen als hier die Tage bis zur ersten Mahnung. Im Klartext, Sie können hier nicht 20 Tage eingeben und hier 14 Tage, das funktioniert nicht. Also so viel gesunden Menschenverstand setzen wir an der Stelle voraus, dass wir das natürlich programmatisch nicht abgefangen haben, weil es ja sonst gar keinen Sinn machen würde. Okay, gehen wir hier zurück in die Rechnungen. Ich sage jetzt hier mal, ich will eine Mahnung erstellen. Ich klicke da drauf, Mahnung erstellen. Und wir sehen uns jetzt das Ganze in der Vorschau an. Heute ist der 11.12.2015. Ich sage jetzt mal hier Vorschau. Na komm, Vorschau. So, wir sehen hier die erste Mahnung vom 11.12.2015. Das bedeutet, heute wurde die Mahnung erstellt. So, wir haben ein Zahlungsziel, erste Mahnung bis zweite Mahnung. Und wenn wir uns das hier nochmal anschauen, in den Systemeinstellungen, Administration, Systemeinstellungen, waren wir es, Rechnungen. Tage erste Mahnung bis zweite Mahnung. Wir haben hier 12 Tage eingestellt. Das System sollte nun 4 Tage davon abziehen und uns als Zahlungsziel quasi 8 Tage ab Mahnungserstellung dahin zu addieren. Das heißt, wir haben heute den 11. plus 12 minus 4 ist
11.23.04.19. Okay, dann sollte hier der 19.12. auf der Rechnung stehen. Und ich hoffe mal, dass es jetzt drauf steht. Nee, steht schon drauf. Ja, sehen Sie es hier, der Zahlbetrag ist spätestens bis zum 19. Ich mache das mal größer. Hier ist spätestens bis zum 19.12. fällig ohne Abzug. Also alles gut. Das ist das Grundprinzip der Mahnungen und das müssen Sie einfach berücksichtigen. Und wenn Sie das wissen, werden Ihnen auch die Daten oder diese Zahlungsziele nun besser verständlich sein. Und ich hoffe, ich habe Ihnen helfen können und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis bald. Tschüss.